verstehe ich Wahnsinn. Nicht. Hier steht das Haus da, das ist ja im Bauen und der Sandkasten noch von ihr. Hast du alles vergessen? Ja, das ist vorbei, ne? Das Leben ist vorbei. Ja. Das Leben ist vorbei. Wir haben noch eine andere Tochter, aber trotzdem. Das ist egal. Es wird nie wieder so werden, wie es war. Nie wieder. Nie. Aber ganz ehrlich, Thorsten, 3 Jahre alt, wie lange lasse ich den allein? Ein 3-jähriges Kind kannst du nicht allein. Und vor allem gar nicht in Urlaub. In Urlaub muss immer noch dabei sein, immer. Weil es eine ganz andere Umgebung ist, ganz anderes. Wo ist denn mein Sternchen? Ja, dort im Schwimmbad. Ja, ein Stück weiter hoch oben, ist auch eine junge Frau eingezogen mit dem damaligen Besitzer von dem Haus. Ja. Und die haben auch da so einen kleinen Teich gehabt, der ist die Hälfte von meinem gewesen, aber 2 Meter tief. Ja. Ja, der Junge auch. Wo ist mein Junge? Ja. Lach im Pool, in den Teich drin. Ja. Es wäre besser, wenn er tot wäre. Es wäre besser, wenn er tot wäre, weil der ist schwerst behindert. Ja, der sitzt im Rollstuhl, sitzt der kann sich nicht bewegen, der kann gar nichts, der ist hier. Vor allen Dingen das Schlimmste, Thorsten, sind die Schuldgefühle, die du hast. Das ist das Schlimmste. Ja. Dass du schon das Kind verlierst, ist schon ganz schön, aber die Schuldgefühle. Ja. Weil du nicht aufgepasst hast. Ja. Ja, die Schuldgefühle hat er trotzdem bei dem Lebenden. Aber die Arbeit, die sie da jetzt durch haben, ne? Welche Perspektive hat das Kind? Gar nichts. Nichts, ne? Das Kind, oder das kriegt ja nichts mehr mit. Der Litsche kriegt nichts mehr mit.